Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Course of You Tutorials. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euren Mumble Client zweimal unter Windows öffnen könnt. So könnt ihr zum Beispiel auf zwei Servern gleichzeitig sein oder eben auf einem Server zum Beispiel in zwei verschiedenen Räumen. Das Ganze geht bereits bei Teamspeak seit der Version 3 mit diesen Tabs. Mumble hat es jetzt noch nicht implementiert, aber vielleicht kommt das Ganze noch. Bisher muss man aber wirklich sagen, ist allerdings noch nichts in den Release Notes aufgetaucht, dass für 1.3 zum Beispiel so ein Feature implementiert werden soll. Es ist ja auch nur bedingt sinnvoll, sag ich mal. Es gibt ganz wenige User, die sowas überhaupt brauchen. Aber es gibt eben trotzdem User, die es haben wollen. Ja, zur Info noch, wir haben einen eigenen Mumble-Server, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Mumble.courseofyou.com. Das Ganze findet ihr auf unserer Website. Die Daten zu den Servern, die wir betreiben, courseofyou.com/server. Da stehen alle Serverdaten und da könnt ihr euch dann auch connecten oder euch einen eigenen Channel auf unseren Servern holen. Wir freuen uns da immer, wenn wir neue User drauf haben, beziehungsweise wenn wir vielleicht euren Clan unterstützen können, weil ihr noch einen Channel braucht zum Beispiel, um euch regelmäßig zu treffen. Soweit der Werbeteil. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Tutorial. Wie funktioniert das Ganze? Dazu gehen wir einmal erstmal auf unseren Desktop. Ich habe hier schon mal ein Icon angelegt dafür. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht einfach mal in die Suche, sucht euch Mumble raus, geht jetzt hier mal auf Speicherort öffnen und dann werden wir uns diese Verknüpfung jetzt auf den Desktop holen. Wir haben ja schon eine da, aber die lösche ich jetzt mal kurz, damit ich das für euch nochmal zeigen kann. Und jetzt haben wir hier dieses Mumble-Icon und machen jetzt hier einen Rechtsklick drauf. Ich muss erstmal umbenennen bei mir, damit es auch wirklich schön Mumble heißt. Eigenschaften und fügen jetzt am Ende dieser Zieladresse noch ein Bindestrich M ran und gehen auf Übernehmen und okay, dann können wir das Ganze öffnen und jetzt haben wir hier einmal unseren Mumble Client geöffnet, konnektieren uns einfach mal auf unseren Produktivserver. So, jetzt ist Course of You Tech Tut verbunden, jetzt starte ich das Ganze nochmal. Und wir sehen, holla, wir können jetzt zweimal Mumble verwenden und jetzt connecte ich mich zum Beispiel auf unseren Ersatzserver von Mumble. Ja, und das Ganze hat jetzt wunderbar funktioniert und wir können mit mehreren Instanzen arbeiten. So, erstmal danke fürs Zusehen und falls ihr noch Fragen habt zum Thema Mumble, zu unseren Servern, wie auch immer, oder auch andere technische Fragen, die wir vielleicht in unserem Format Course of You Hilft behandeln können, dann schreibt uns doch in unsere Community. Die erreicht ihr einfach unter courseofyou.com/community oder klickt einfach auf der Startseite auf Community. Dort ist unser ganzes Team recht aktiv und wenn ihr da irgendwas schreibt, dann können wir uns vielleicht dann austauschen, können euch vielleicht auch helfen und wenn es interessante Themen sind, dann kommen die sogar in unsere Sendung in Course of You Hilft vor. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Course of You Tech.